Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge. Ich wollte sie ja schon vor langer, langer Zeit machen, aber es ging halt eben nicht. Die Lust war vielleicht nicht da. Aber jetzt mache ich sie ja. Und zwar geht es darum, ich möchte euch so einen kleinen Überblick geben, was ich, wenn ich jetzt neu anfangen würde und mich hocharbeite, mir für eine Ausrüstung kaufen würde, fürs Grundangeln. Also es geht hier wirklich nur ums Grundangeln. Die anderen, also Pose und Spinnfischen, bin ich kein Fachmann. Möchte ich auch keine Tipps zu geben, ganz ehrlich. Jo, dann fangen wir. Übrigens, das Gebimmel, das ist eine Rute, die ist, ja, hier abgelegt. Man hört sie also über die halbe Insel. So, schauen wir mal. Wo fangen wir denn an? Fangen wir bei den Routen an. So. Ihr fangt ja an mit der Federroute, und zwar mit dieser hier. Die Sorento FD100. Das sollte ja eure erste Anschaffung sein. Die geht bis 5 Kilo. Und deswegen solltet ihr auch eine 5 Kilo Rolle dazu nehmen. Stationär Rollen. Da würde ich euch empfehlen, also ich sag mal, diese Spark, das haben wir ja schon hinter uns, würde ich mal annehmen. Und jetzt geht es darum, die nächste Rolle auszuwählen. Und da würde ich euch empfehlen, diese Express Fishing Lacerti zu nehmen. Warum? Wenn man die beiden miteinander vergleicht, dann stellt man fest, es ist kein Unterschied da, nur im Preis. Die sind günstiger. Die kostet 98 Silber. Woanders kostet die ein bisschen mehr. Also die Preise können sich sowieso grundsätzlich unterscheiden. Ja, ein paar Prozent hin oder her. Die hat 5,5 Kilo Bremskraft. Allerdings nur einen Stern. Und die Rute hat 5 Kilo Tragkraft. Ergo solltet ihr zusehen, dass eure Schnur 4, paar zerquetschte Kilo hat. Also höchstens 4,8, 4,9 Kilo. So dass ihr mit der Schnur auf jeden Fall unter der Rute und unter der Bremse der Rolle bleibt. So seid ihr wirklich safe. Das wäre der erste Schritt. Das Ganze kostet zusammen 100, 140, 130, 140 Silber pro Rolle mit Route. Was ist eigentlich noch bezahlbar? So, der nächste Schritt. Und hier wird es kriminell, weil jeder hat hier eine andere Meinung. Ich gebe hier nur meine Meinung wieder. Auch wenn andere Menschen was anderes sagen. Ich sag, holt euch die hier. Die Fortuna Feder. 420. Kostet 480 Silber. Hat eine Tragkraft von 19,5 Kilo. Das heißt, ihr werdet die Rute auch noch später sehr gut benutzen können für Aale, für Brassen, für Hechte, alles Mögliche. Alles, was so bis 15, 16 Kilo. Theoretisch könnt ihr damit auch sehr gut Karpfen angeln. Es geht. Auch ganz große Brocken, auch natürlich braucht ihr dann länger als mit einer Super-Duper-Route, aber es geht. Deswegen meine Empfehlung, die Fortuna Feder 420. Ja, dazu braucht ihr allerdings auch eine Rolle. Und hier, ja, ihr habt eine 5-Kilo-Rolle bis jetzt auf dieser 5-Kilo-Route. Jetzt habt ihr die Wahl. Entweder macht ihr den Zwischenschritt über die Sabre, die 60S, die kostet 1000 Silber, Bremskraft von 10 Kilo. Und ich würde mal sagen, wenn ihr diese 19,5 Kilo Route dazu nehmt, eine 10 Kilo Rolle, könnt ihr hier schon ruhig 11, 12 Kilo Schnüre nehmen, weil die ja schon drei Sterne hat. Also 11, 12 Kilo müsste die vertragen, eigentlich. Wie gesagt, die kostet 1000 Silber das Stück. Das heißt, ihr müsstet 3000 Silber ausgeben für ein Set. Die andere Möglichkeit wäre,
geht direkt auf die Alpha für 2000. Das heißt, ihr kriegt für drei Sabres kriegt ihr anderthalb Alphas. Ich denke, das wäre vielleicht wirklich eine Überlegung wert, sich direkt drei Alphas zu holen. Die haben 14,5 Kilo Bremskraft. Die wird schon mit 20, 22 Kilo Schnüren benutzt, ja. Das ist die Alpha und die Fortuna Feder 420, das ist ein Dream Team. Aber es gibt dann noch eine Alternative. Und zwar, lass mich mal gucken, wo ist sie denn da? Die Narga. Sieht vielleicht nicht so cool aus wie die Alpha, finde ich jetzt. Ist auch ein bisschen teurer. Der Vorteil ist, ihr kriegt hier ein bisschen mehr Schnur drauf, weil die Spule ein bisschen größer ist, auch wenn es beides 8000er Rollen sind. Und an einem bestimmten See dürfte die Reparatur günstiger sein. Und zwar diese ganzen. Moment, doch nochmal zurück. Angelrollen, bla. Die Beluga Tagara, die Beluga Bestia, die Venga, das sind alles Rollen, die, genau wie die Natora und die Naraga, die ganzen Beluga-Rollen, die sind neu dazugekommen und auf dem Ladoga-See, genau, Ladoga-See findet ihr einen Verkäufer dafür. Das ist ein extra Shop, der verkauft nur diese Rollen und die Reparatur ist dort ein Ticken günstiger. Das heißt, ich denke, auf Dauer könnt ihr mit der Narga günstiger wegkommen, weil die Reparatur der Alpha ist einfach ein Ticken teurer. Und wie gesagt, na, auf Dauer, ja. Ich würde trotzdem die Alpha nehmen, weil sie viel besser aussieht. Aber das ist Geschmackssache. Also wie gesagt, wenn ihr schon die 420er Fortuna Feder habt, plus die Alpha oder plus die Narga, seid ihr wirklich safe. Damit könnt ihr kaufen, damit könnt ihr auch Störe rausziehen, auch wenn es natürlich schon nach Arbeit aussieht. Ne? Sobald ihr diese drei Sets habt, würde ich euch empfehlen, die Karpfenruten zu skillen. Und dann holt ihr euch diese hier. Die Fortuna Carp 360 XH. Tragfähigkeit 39,5 Kilo. Also damit zieht ihr Trophy-Störe raus. Kein Problem. 50 Kilo Stör. Kein Problem. Hängt halt nur von der Rolle ab, wie lange es dauert. Die kosten 1600. Übrigens, das Set noch einmal zurück. Das Set von mit der Alpha und mit der Fortuna Feder kosten ungefähr 2500 das Stück, also 7500 für ein Set. Die Carp kostet 1600, also was sind das? 3200 Silber. Quatsch. Blödsinn. 4700, so, für die drei Karpfenruten. Aber die ist wirklich gut. Die ist wirklich gut. Und die könnt ihr auch lange benutzen. Dazu Rollen für diese Karpfenrute. Ihr könnt natürlich auch die Alpha auf die Karpfenrute schrauben, ist ja kein Problem. Nur, ob das so viel Sinn macht, weiß ich nicht. Das sollte man vielleicht schon einen Ticken weitergehen, was die Rollen angeht. Und zwar würde ich euch da, ja, da habt ihr auch die Möglichkeit. Entweder ihr holt die Beluga Natora. Die 8000er, die kostet 6300 Silber, hat 18,5 Kilo Bremskraft, also schon ein Brocken. Ja, also die kann, damit habe ich auch hier schon an der Achtuba habe ich schon Störe geangelt. Es ist ein Krampf teilweise, je nachdem wie groß sie werden, aber es geht. Gibt es Alternativen? Ja, die gibt es. Und zwar. Das hier wäre die Alternative. Die Tagara. Die Tagara 10.000. Das ist eine sehr gute Rolle. Damit kann man wirklich alles angeln und in einer passablen Zeit auch rausholen.
Ich habe jetzt den Vergleich zwischen der Daguerre und der Wenger. Und in meinen Augen hat die Daguerre einen höheren Verschleiß. Habe ich nur so das Gefühl. Ich habe das noch nicht wirklich jetzt explizit beobachtet, aber das Gefühl sagt mir, die Daguerre ist reparaturanfälliger. I don't know. Wie gesagt, die Beluga Tagara und die Natora, die solltet ihr schon mit der Carb 360 benutzen. Also, das macht schon Sinn. Ja, also wie gesagt, entweder ihr geht über die, Quatsch, nicht die Tagara. Entweder ihr holt ihr dich mit euch als Zwischenschritt vielleicht die Natoras. Die kosten 6.300 das Stück. Oder wieder sparen auf die Tagara. Kosten 15.000 das Stück. Oder aber ihr sagt, gut, dann gehe ich direkt auf das High-End-Gerät und holt euch die Wengers. Nur die Wenger ist halt teuer. 24.000 Silber das Stück. Und ich sag mal, die Wenger langweilt sich auf eurer Fortuna Carb. Deswegen solltet ihr bei der Tagara und bei der Wenger schon eine andere Route benutzen. Und zwar, meine Empfehlung ist diese hier. Kosten 14.400 das Stück. Na, die hat 80 Kilo Tragfähigkeit. Gut, der Bonus ist nicht schlecht. Handhabung der Karpfenrute. Gut, 7% Grundfischen ist Quatsch, weil bis ihr das benutzen könnt, habt ihr normalerweise 100% Grundfischen. Da gab es wohl jetzt irgendwie ein Statement, dass es wohl doch noch weiter stackt über die 100%, aber na, ist egal. Es gibt einmal diese normale Legacy und einmal gibt es diese hier, die T. Die ist 1000 Silber teurer. Ich habe sie mir nicht geholt. Warum? Die Werte sind die gleichen. Das ist genau das gleiche wie bei der billigeren. Es heißt nur, die Laufringe hier vertragen die geflochtenen Schnüre besser. Ansonsten gäbe es hier keine Unterschiede. Und ich habe mir gedacht, geflochtene Schnüre benutzt du kaum oder eigentlich gar nicht. Nur für Ultralight-Spinnerfischen. Ergo, wo ist die günstigeren? Wie gesagt, 1000 Silber Unterschied. Ja, und wenn ihr dann mal fertig seid mit wenn ihr durch seid, meine ich, mit dem Einkaufen und mit dem Ausrüsten, dann sollte eure Ausrüstung ungefähr so aussehen. Ja, also die Wenger mit der Legacy 1345, ein wunderbares Combo. Und damit kann man gut jagen. Sehr gut. Falls ihr euch fragt, wie lange habe ich gebraucht, um jetzt auf die mir drei Wengers und die Kingfisher Legacy 1345 zu holen. Also ich habe nie Gold, also Euros quasi verkauft, um Silber zu bekommen. Ich habe für das Gold eigentlich nur Goldköder gekauft. Wie lange habe ich gebraucht? Zwischendurch habe ich mir natürlich noch andere schöne Sachen geleistet, aber knapp unter Level 40 war ich dann fertig. Oder, nee, Quatsch, Blödsinn. Ich war schon Level 40. Da habe ich mir die Wengers geholt, die drei Stück. Also es dauert schon ein bisschen, ne? Und ich habe zwar ziemlich schnell gelevelt, aber trotzdem, 1700 Stunden, also ich sag mal, 1600 braucht ihr mindestens für drei Wengers und dreimal Kingfisher Legacy. Also mindestens mit Premium. Premium macht zwar nichts am Verdienst aus, aber ich habe da trotzdem so meine Zweifel, ob das die Fische vielleicht nicht doch noch irgendwie, aber ist egal. Auf jeden Fall, wie gesagt, 1600, 1700 Stunden mindestens, würde ich mal sagen. Klar, manchmal schafft es vielleicht in 1500. Ja. So, das war's von mir. Ich würde mich freuen, wenn ihr ein Abo da lassen könntet. Ein Daumen nach oben ist auch sehr gut. Ein Daumen nach unten ist zwar nicht so gut, aber trotzdem okay. Ihr könnt auch Kommentare da lassen, mir schreiben, was ihr sehen wollt, oder was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat. Ja, und bis dahin,
Grüßt euch der Kluwis. Ciao, ciao.